Ja, hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Kingdoms Reborn. Wir hatten beim letzten Mal unsere Stadt ordentlich vorangebracht und sind gerade auf dem Weg zu den 15.000, um mal die Kolonie auszutesten. Ja, ich denke, das könnte ganz cool werden. Die Frage ist, warum habe ich gerade keinen Ton? Da müssen wir nochmal nachgucken. Aha. So, ist das besser? Das ist viel besser. Kleine Einstellungsprobleme. So, jetzt haben wir alles. Oh, ich sehe gerade, da hat einer kein Haus. Oh, wir haben zu viele Bewohner. Brauchen wir wieder Häuser. Na gut. Bauen wir mal wieder ein paar Häuser hier. Das tun wir doch echt gerne. So, mehr oder weniger. So, was haben wir denn? Was haben wir denn? Wir haben eine Bäckerei. Wo ist jetzt eigentlich unsere Bäckerei? Essen. Output Inventory für. Ach so. Melden die alle an. So, ihr könnt auf jeden Fall ordentlich Mehl mahlen. Ach, da war die Bäckerei, genau. Da ist unser Mehllager. Und hier ist die Bäckerei. Aber wir können, glaube ich, deutlich mehr als eine Bäckerei bauen. Schon mal keine dran. Kommen wir die Bäckerei an. Das ist Agriculture. Windmill Bakery. Da ist er. Wir brauchen eine zweite davon. Um das hier voll nutzen zu können. Schon eine Combo-Level hier. Sehr gut. Okay. Gut, wir haben rein massenhaft Holz. Ah, genau, wir haben jetzt ja massenhaft Holz. Das heißt, wir können mal gucken, wie es unserer KI hier drüben geht. Wo ist er? Da unten. Havre. Oh, hat nur noch 21. Das ist schlecht. Die verkaufen wohl auch eher, als dass sie kaufen. Na gut. Ich würde mal sagen, ihr seid immer noch die beste Wahl. Also schicken wir noch mal ein bisschen Wood rüber. Obwohl, doch, die haben da noch freie Plätze. Machen wir mal 180 Holz drauf. Die mal kurz verschenken hier. Auch wenn ich glaube, dass sie hier wieder ordentlich Holz verbrennen. Mein Gott, Leute, warum baut ihr eigentlich keinen Förster? Wahrscheinlich, weil die nutzbare Fläche zu klein ist. Nicht hin. Na gut. Es gab ja mittlerweile auch wieder Patches. Leider haben die Patches die Safe Games wieder gebrochen. Deswegen habe ich noch keins angefangen, weil das hieß, wir müssten wieder mit unserer Kolonie von vorne anfangen. Beim nächsten Mal würde ich allerdings eine sehr freundliche, also überall mit fruchtbarem Land gesegnete Welt auswählen und dann mal gucken, was die KI so drauf hat. Die kann bestimmt eine Menge mehr, wenn sie einfach mehr Platz hat oder auch mehr fruchtbares Gelände. Ja, da ist noch Hassstein. Hassstein hat 30. Wie sieht's denn hier aus? Hassstein hat 30, aber nicht genug Einwohner, also Häuser, dass hier die Leute nicht ausziehen. Farmfelder? Warte mal, Farmfelder da hinten? Nee, nicht du, du hier, Fertility. Wieso? Ja, okay. Das hat man ja schon mal, dass die hier ihre Schweinefarm direkt in die oder an die Wüste dran bauen konnten, was wir nicht konnten, aber sie können scheinbar auch Felder einfach in die Wüste bauen. Sie haben eine Fertility von 11% hier. Das ist. Was hier rauskommt, kann eigentlich nicht gut sein. Trotzdem ist Hastein momentan die größte Stadt. Ne, doch, mit Luna. 55, Alter Schwede, 55. Und da bin ich auch immer begeistert hier. Aha, siehst du, die hier kaufen auch Holz, Milch und Weizen ein. Die sehen hier auch ganz gut aus. Die haben sogar Pumpkins. Sauber. Farmen. Ja, die haben auch Förster hier. Und einen Köhler haben die auch. Der arbeitet.
ich mir gerade nicht schon wieder kein Holzchen. Storage Yards. Das sieht doch eigentlich gar nicht mal so schlecht aus hier. Okay, dann wird das hier meine neue bevorzugte KI. Weil die hat wenigstens hingekriegt, da oben auch ein Förster zu bauen. Das finde ich doch super. Nicht schlecht. Wo sind wir? Da oben. Hier oben sind wir Stoff. So. Na, siehst du, das Holz auch noch geschenkt haben, ist schon wieder nachgedrückt hier. Auch gut. Medizin sieht auch super aus. Aber wir brauchen dringend hier irgendwas, was wir als Luxus-Ressource nehmen können als Tier 1. Wir brauchen noch eine Tier 1-Ressource. Ich zögere immer noch bei Furniture. Ich finde Furniture einfach zu teuer, aber hier liegt gerne Cannabis oder Tulpen. Nur das nächste Tulpenfeld ist da unten und das ist so weit eben gar nicht entfernt. Wir haben eigentlich von dem Influence-Zeugs 2400. Ja, können wir mal einfach. Zack. Jetzt müssen wir da eine Brücke hinbauen. So. Da haben wir unsere Brücke. Und dann können wir hier mal unsere Straße durchbauen. Also hier bauen wir noch was Ding, noch ein Ding hin und noch so eine Brücke. Okay, das heißt, wir könnten auch hier mal ein einfaches Haus reinsetzen, dazwischen. Wo ein paar Leute wohnen. Denn hier drüben wollten wir ja jetzt Tulpenfelder haben. Jetzt fällt mir einfach mal endlich die Technologie. Ja, die Technologie kommt gerade. Dann können wir tatsächlich Tulpenfelder nutzen. Das hat doch mal was. Hier mal was auf halber Strecke zu unseren Tulpenfeldern. Das ist gut. Das ist sehr gut. So, also unser neuestes Luxury Good hier. So, jetzt brauchen wir weitere Storages. Hier kriegen wir nochmal. Der scheint da jetzt über zu sein. Okay, hier bauen wir noch mal. Hier bauen wir noch mal ein paar Sachen hin. Ah, da kann man gar nicht hin. Ja, na gut. So, neue Lager für Luxusgüter. Nämlich für unsere dann kommenden Level 2 Luxusgüter. So. Okay. Können wir irgendwas beschleunigen? Klar, wir können die Bäckerei beschleunigen. Upgraded Oven ist auch gut. Du hast less Input, genau. Okay. Ja, ich merke schon, dadurch, dass wir jetzt drei brauchten, um auf die nächste Stufe zu kommen, geht es ein bisschen langsamer vorwärts. Kohle sieht immer noch gut aus, hoffe ich. Ja, da unten ist Kohle. Das ist auch die einzige Kohle, ne? Okay, vielleicht brauchen wir nochmal irgendwo ein Kohlelager. Ein zweites oder ein bisschen mehr Kohle einfach mal. Ah, hier, sieh eine an, da hinten. Da kriegen wir nochmal Kohle rein. Sehr gut, baut das mal, Leute. Baut das mal. Aha, ja. Klar, die breiten sich erstmal richtig aus und holen wir ordentlich Holz aus dem Wald. Schön. Schön, schön, schön. So.
Noch 1000, nee, noch 150, 160 Forschung. Dann haben wir unsere Tulpenfelder. Was hast du da eigentlich nochmal? Ach, Bricks. Ja, genau. Du bist das Sammelsurium, ja. Und dass dann die Leute frei werden, finde ich richtig gut. Ja, hier haben wir 213 drin. Also arbeitet hier keiner mehr und ich habe zwei Leute frei. Das ist richtig gut. Die gefällt mir sehr gut. Die Funktion. Ja, hier wird auch wieder zugeschüttet bis zum Gegenteil. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Und hier hinten möchte ich sowieso auf die Lagerhäuser reinkommen. Aber Lagerhäuser gab es auch vielleicht genau hier. Hier, da gab es Warehouses. Oh, wir haben Arbeiter. Mensch. Wie schön. Arbeit, Arbeit. So. Und Felder. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir Platz haben für Felder. Zuerst mal ziehen wir den Weg hier natürlich durch. Research completed. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. So, Blueberry Seeds. Markt. Ja, diesen Markt auch nicht so schlecht. Ich glaube, wir nehmen mal den Markt. Ja, wir nehmen den Markt als nächstes. Turtle Seeds. Grape Seeds. Na klar, her damit. Turtle Seeds. Auch her damit. Jetzt können wir auch bei den Umständen auf Turtle und so, jetzt brauchen wir mal das Overlay für Provinces. Okay, das war natürlich jetzt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Heißt aber, im Winter werden wir diese beiden Felder hier umstellen auf Rein. Damit sie reintrauben. Okay, machen wir das. Damit wir den Kohl halten können. Hier nochmal zwei neue Kohlfelder hin. Cabbage und Cabbage. Hier. Wheat, Red, Red Wines. Ah, man muss nur. Okay, der Großteil des Feldes liegt noch da drin. Das heißt, wir können auch hier Red Wines umstellen. Dann machen wir das nochmal. Das ist okay. Das ist okay. Jetzt haben wir noch 80 über. Pottery.
10 Potteries. Oh, Pottery bringt nicht so viel. Tja, aber wir kaufen stattdessen was. Könnten auch was kaufen. Na, wir lassen das so, wie es ist. Wo ist ein Leather? Leather ist hier. Obwohl, Leather lassen wir auch erstmal. Okay, wir machen das jetzt mal so hier. Wollen wir nicht. Sehr gut. So, jetzt könnten wir eine Kolonie bauen. Jetzt will ich mal wissen, wie das funktioniert. So, wir haben uns gerade Tulpen geholt. Das ist also erstmal völlig uninteressant. Was ist eigentlich mit Stark? Die sehen auch so gut aus, außer dass sie keine Häuser haben. Hä? Okay, die haben bisher auch nichts gemacht, aber 25 Leute. Ha. So, wir haben Weintrauben und Tulpen. Edelsteine kriegen wir. Ach genau, wir wollten hier hinten. Ach, jetzt weiß ich, wir wollten hier hinten eine Kolonie hinsetzen, ne? Ja, genau. Damit wir Tulpen und Gold kriegen. Jetzt habe ich aber hier. Naja, Schnellschuss. Okay. Tja, dann müssen wir mal gucken, was wir als nächstes brauchen. Gegen Edelsteine und Gold spricht der PC erstmal nichts. Hier hinten sogar Kakao. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Okay, jetzt haben wir zwar das Geld, aber jetzt brauchen wir unsere Kolonie gerade gar nicht mehr. Jetzt warten wir erstmal darauf, dass wir hier hinten Tulpen bekommen. Sobald wir Tulpen haben, können wir nämlich auf Level 3 aufsteigen und kriegen dann auch unseren Brickmaker und so weiter und so fort. Hier liegen die Dinger nur drauf, ne? Jetzt werde ich mal auf Grave Points. So, und beschleunigen das Ganze. Feuer frei. Naja, wollen wir sehen. Genau, da lag auch schon einer. Hm, Telefon. So, sind die Felder schon fertig? Too far from storage. Blöd, aber da können wir was ändern dran. Wir bauen einfach hier mal so ein Storage hin. Das muss ja nichts aufnehmen aktuell, sondern es reicht ja, wenn einfach das Storage schon da ist. So, den Jäger haben wir eigentlich nur, damit die Wildschweine nicht unsere Tulpen fressen. Großartig. Ah, hier, da wird er erst reingefallen. Schön, schön, schön. Jep, jep. So, gib mal Gummi da. Ich habe mich schon gefragt, ob sich das hier lohnt, dass man das einmal für alles macht. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall, achso, Output Inventory ist full, ja klar, wir haben so viel Brot. Achso, warte mal, ihr arbeitet bis 230, du auch bis 230, achso, gilt das für alle gleichzeitig.
Aha, das gilt für alle gleichzeitig. Aber den hier habe ich ja nicht von Hand auf 230 gesetzt. Das scheint so eine Art globale Einstellung zu sein. Ah, ich freue mich schon. Hier gibt es dann endlich Tulpen. Tulpen, Tulpen, Tulpen. Dann können wir auch mal hier Tulpen eingeben und Bier verbrauchen. So, Jungs, jetzt holt euch mal was. Ich glaube, Bier erhöht auch hier den Science Output. Glaube ich. Müssen wir mal gucken. Jetzt wird hier auf jeden Fall erstmal Bier weggeholt. Zack, jetzt ist Bier da und schon haben wir. Nee, noch hat sich nichts getan. Die haben noch kein Bier. Sind auch noch bei 7,6, vielleicht erst am Ende des Monats. Oder der Runde besser gesagt. Okay, auf jeden Fall sind Bier jetzt hier alle. Haben sich alle hier geholt. Das heißt für euch allerdings, ihr dürft wieder hier richtig hart arbeiten, Leute. Richtig hart ranklöppeln. Wieder Heimatlose. Warum haben wir so viele Heimatlose hier? Brauchen wir noch ein bisschen. Was bist du eigentlich? Wofür warst du? Ach, für Kohle. Genau, da habe ich noch ein Kohlelager. Jetzt sehe ich wieder. Das heißt, wir brauchen ein Kohlelager hier gar nicht. So, wir haben jetzt unseren Markt. Den bauen wir auch direkt. Und ich glaube, wir forschen einfach mal Foreign Trade hier. Du kannst von Anfang an. Yes, please. Gib mir mal einen Markt. Der kann dann hier einmal. Oh ja, mitten rein hier. Mitten rein. Spaß. Ja, warum nicht, ne? Gut aus. Da kriegt sogar alle. Also, wir gehen hier hinsteller. Dann ist er wieder unten. Ich meine, machen wir lieber hier. Es wäre natürlich cool, wenn der Markt jetzt den. Bazaar-Look hätte. So. Red. Jetzt weiß ich wieder nicht, sind das jetzt hier 50er Blocks? Also Blocks A 50 Brote? Oder ist das, sind das 50 Brote? Egal. Wir holen alles ran hier.
Boah, man, ich mag Orangen auf jeden Fall. Darf man noch mal was an? Mushrooms. Mushrooms ohne Ende. Okay. Luxusgüter. 50 Bier. 50 Pottery. 50 Tulpen. Genau, hier mit Brickworks. So viel erstmal dazu. Und Kohle 50. Medizin 50. Stil hoch? Nee. So, hier sind die ersten Tulpen angekommen. Ja, ha. Hallöle. Okay. Die nehmen wir jetzt mal raus. Was ist denn hier dazu gekommen? Kaffee? Shrooms. Psychedelic Mushrooms. War klar. Ein Taylor. Ja, ich glaube, ein Taylor bringt uns gerade noch nicht allzu viel. Denn wir kriegen einfach keine Pelze hier. Aber wir haben endlich die Brickworks. Wir können hier oben in einem kleinen Industrieviertel endlich. Das da auch nicht hin. Das ist hier hin. Mehr oder weniger. Oh, warum nicht? Warum ging er eigentlich? Aha. Ein Beekeeper. Ja, warum nicht? Ein Candle Maker nehmen wir auch, aber den können wir nicht haben. Okay. Handlimit erreicht. So, wir haben jetzt auf jeden Fall Ziegel. Und du kriegst das Sustainability Book. Und hier draußen, wo noch richtig schön Wald ist, da können wir doch einen Beekeeper hinbauen. 62, was braucht der denn? 85, 80, 85 ist am höchsten. 86, da ist am höchsten. Okay, dann bauen wir hier einen Beekeeper hin. 86, warum auch nicht? Okay. So, stimmt, wir haben noch keinen Lagerplatz für Wein, für Grapes. Okay. Den werden wir wahrscheinlich auch irgendwo hier hinstellen, den Weinmacher. Wo ist der eigentlich? Wein? Nee, hier nicht, hier drin wahrscheinlich, ne? Winery, ja, Level 4 ist das. Genau, okay, die Winery ist das. So, die werden wir hier irgendwo hinbauen, das heißt, wir können eigentlich hier Grapes einlagern. Oder wir setzen ihn hier unten hin. Ja, wir setzen den hier unten hin. Dann sind die Grapes nämlich möglichst weit weg von unseren Dorfbewohnern. Die futtern das sonst ja alles nur weg. Okay. Haus Level 3, was haben wir hier? Kleidung akzeptieren sie. Wein akzeptieren sie. Candles, ja. Die Leute sollen als erstes Candles machen. Aber Candles brauchen, glaube ich, Cotton. Also Baumwolle. Das Wodka. Ach. Sieht so aus, als müssten wir noch Wodka erforschen. Also Kartoffeln und Wodka. Na gut. Dann tun wir das doch mal. Na komm. So. Dafür brauchen wir mehr Kohle. Zweite Kohlemine ist, glaube ich, gar nicht mal so blöd. Intercity Logistics Port. Oh. Sell Food. Gib mal her. So. Für 2,6 mal Nahrung verkauft. Gar nicht so schlecht. Industry Wildcard. Da muss doch hier so ein... Nein, ist nicht drin. Keine Mine. Okay. Aber ein Candle Maker. From Beeswax and Cotton. Okay, dann nehmen wir mal eine Wildcard für unsere Coal Mine. Wir bauen hier oben eine zweite Coal Mine hin. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass das sonst nicht reicht hier. Weil die Stadt ja auch immer größer und größer wird. Gab es eigentlich neue Job-Priorities, die wir setzen mussten? Gab es hier irgendwas? Medicine Maker, Bierbrewer, Market? Ja, der Market sitzt eigentlich ganz richtig. So, da werden Mushrooms geholt, Cabbage, Fisch. Hier wird alles rangeholt, was irgendwo zu finden ist. Sehr gut. Coal Fire, Wood Fire. Ah, okay. Wood Fire, Five Wood. Okay. Da war Kohle. Auch wenn wir gerade Holz im Überfluss haben. Aber wir haben keine Kohle mehr. Leute, bevor ihr hier erfriert, holt euch lieber Holz.
Ausnahmsweise dürfen wir mal Holz verfeuern. Wir haben nämlich hier so viel Holz in den Wäldern liegen. Da können wir uns das tatsächlich erlauben, ausnahmsweise mal Holz zu verfeuern hier. Wir haben auch Steine ohne Ende. Okay. Gut. Vielleicht werden wir doch mal anfangen, hier von unserer zentralen Siedlung die Steinisolierung hier zu bauen. Müssen wir uns mal angucken, aber nicht mehr heute, denn wir haben gerade das Ende unseres Videos erreicht. Von daher freue ich mich, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Like da oder abonniert meinen Channel, um mehr von mir zu sehen und nicht zu verpassen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Euer Panemetzer Zensis.